Guten Tag, liebe Zuschauer. Unser Thema ist heute die Patientenverfügung. Guten Tag, Frau Dr. Döring-Strining. Viele Menschen winken bei diesem Thema immer noch ab und sagen, die Ärzte halten sich ja sowieso nicht daran. Was sagen Sie dazu? Ja, dazu sage ich, seit 2009 gibt es ein Patientenverfügungsgesetz. Eine Patientenverfügung ist bindend. Das war auch vorher schon so durch die Rechtsprechung entschieden worden. Das Problem ist allerdings, dass es natürlich auch Patientenverfügungen gibt, die die ganz spezifische Situation nicht treffen und wo man dann möglicherweise mit dieser konkreten Patientenverfügung nichts anfangen kann. Aber vielleicht fangen wir erstmal ganz vorne an. Können Sie unseren Zuschauern erklären, was eine Patientenverfügung ist und wozu man sie braucht? Ja, gerne. Vielleicht kann man das am besten so erklären. Eine Patientenverfügung ist die verbindliche Festlegung, was ich als ärztliche Pflege und als pflegerische Versorgung gerne haben möchte, für den Fall, dass ich einmal selbst nicht entscheiden kann. Mein Bild dazu ist immer, die Patientenverfügung ist das imaginäre Gespräch mit dem Arzt in der Zukunft. Wozu braucht man so etwas? Entscheidet das denn nicht der Arzt? Ja, das könnte man so landläufig denken. Das kennt man noch aus den Zeiten, als man im Wartezimmer saß und ganz leise sein muss. Aber das Arzt-Patienten-Verhältnis ist ein rechtliches Verhältnis. Wenn Sie heute zum Arzt gehen, dann bitten Sie ihn um Behandlung. Er stellt die Diagnose und er macht Ihnen einen Vorschlag, was Sie tun sollen, wie er Sie behandelt. Wenn er Sie jetzt behandeln würde, ohne dass Sie ihm die ganz konkrete Einwilligung erteilen, dann würde er sich strafbar machen, denn wir Juristen sagen dazu, eine ärztliche Behandlung ohne Einwilligung nach einer richtigen, umfassenden Aufklärung ist rechtswidrig, ist Körperverletzung. Ja, und der Arzt macht sich strafbar. Und das erlischt nicht einfach dadurch, dass man bewusstlos wird oder nicht mehr über sich selbst entscheiden kann. Wenn Sie einmal daran denken, dass Sie ins Krankenhaus gehen, da lässt sich der Arzt ja vorher auch unterschreiben, dass er gewisse Dinge tun darf, wenn Sie in der Operation sind. Das ist auch eine vorweggenommene Erklärung. Und so ist das bei der Patientenverfügung auch. Es ist in die Zukunft gedacht, für den Fall, dass ich nicht mehr entscheiden kann, erteile ich entweder die Einwilligung oder ich versage die Einwilligung. Aber braucht man so eine Patientenverfügung denn auch, wenn man einen Ehepartner hat oder Kinder? Die könnten das ja auch entscheiden. Ja, das denkt man manchmal so, dass das ist, aber das ist also ein Grundirrtum. Jeder erwachsene Mensch kann entweder nur für sich alleine handeln oder aber er braucht einen Betreuer oder einen Vorsorgebevollmächtigten. Die Tatsache, dass man miteinander verwandt ist, legitimiert nicht, dass ich für den anderen handle. Und auch die Tatsache, dass ich verheiratet bin, rechtfertigt nicht, dass mein Ehepartner für mich handelt. Das ist ein Irrglaube. Aber in der Praxis ist es ja schon häufiger so, dass der Arzt Angehörige fragt, ob noch etwas gemacht werden soll. Ja, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Arzt kennt die Rechtslage nicht, das wäre die eine. Aber viel wahrscheinlicher ist etwas ganz anderes, das sich aus der Abstufung ergibt, die der Gesetzgeber bei der Patientenverfügung eingeführt hat. Der Gesetzgeber hat eingeführt und hat gesagt, ganz oben steht eine wirksame Patientenverfügung. Wenn ich keine wirksame Patientenverfügung habe, dann steht darunter der Behandlungswunsch eines Patienten. Also der sagt, ich möchte gerne so und so für eine konkrete Maßnahme behandelt werden. Und wenn ich das auch nicht habe, dann sind wir immer noch nicht am Ende, denn dann muss der Arzt immer noch prüfen, was wäre denn der mutmaßliche Wille dieses Patienten gewesen. Und die Frage ist ja, wie ermittle ich einen mutmaßlichen Willen? Was nehme ich da für Kriterien und was liegt da näher, als Angehörige zu fragen und zu sagen, was ist das für ein Mensch? Was hat der schon an Äußerungen getan zu dieser Situation? Können wir aus dem, was wir sozusagen von außen an Informationen holen, eine Entscheidung treffen und einen mutmaßlichen Willen bilden? Aber ist es denn dann nicht doch so, dass die Angehörigen ein eigenes Entscheidungsrecht haben? Nein, das ist gerade nicht und das ist auch ganz wichtig. Das Entscheidungsrecht über das Leben und den Körper, das habe nur immer ich alleine für mich. Ich kann einem anderen die Rechtsmacht in die Hand geben, meine Entscheidung umzusetzen. Das ist dann der Vorsorgebevollmächtigte oder der Betreuer. Und die müssen dann mit dem Arzt das Gespräch führen
Und die Entscheidung, die ich in der Patientenverfügung getroffen habe oder die aus dem mutmaßlichen Willen kommt, umsetzen. Weil die haben kein eigenes Entscheidungsrecht zu sagen, ich halte es jetzt für wichtig, dass mit meiner Mutter das und das passiert. Das nicht. Also die Patientenverfügung ist eine Erklärung, welche konkreten Maßnahmen ich bei der ärztlichen Versorgung oder bei der Pflege ablehne, wenn ich selbst nicht mehr gefragt werden kann. Das ist genau richtig. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Es ist eine Regieanweisung an den Arzt der Zukunft. Aber ganz wichtig ist, dass Patientenverfügung nicht immer bedeutet, das will ich nicht. Sondern Patientenverfügung kann auch bedeuten, das will ich. Ich will optimale Versorgung. Oder es kann auch bedeuten, dass Sie in Ihrer Patientenverfügung sagen, ich weiß das noch nicht. Ich habe mir darüber noch keine abschließende Meinung gebildet. Das stelle ich in das Ermessen des Arztes. Kann denn jeder eine Patientenverfügung machen? Jeder Volljährige kann eine Patientenverfügung machen und Sie müssen zumindest einwilligungsfähig sein. Was bedeutet einwilligungsfähig? Ist das identisch mit geschäftsfähig? Nein, das ist nicht identisch mit geschäftsfähig. Einwilligungsfähig bedeutet, ich kann das große Ganze noch überblicken und auf mich nimmt niemand maßgeblichen Einfluss, beeinflusst meinen Willen. Ich kann den noch frei bilden mit dem, was ich überblicke. Was muss denn in so einer Patientenverfügung drinstehen? Also zunächst mal kann man sagen, dass eine Patientenverfügung so individuell und so konkret wie möglich errichtet werden sollte. Sie haben ja jetzt hier einen ganzen Berg von Ratgeberliteratur liegen. Kann man dazu auch ein Muster benutzen? Ja, das ist nur ein kleiner Teil eines großen Berges. Es gibt noch viel mehr Literatur und es kursieren hunderte von Mustern im Internet. Das Problem der Muster ist immer, ich wette mit Ihnen, Sie werden die Unterschiede dieser einzelnen Muster nicht ohne weiteres identifizieren. Aber zum Vorbereiten sind Muster außerordentlich hilfreich. Ja, es gibt doch auch viele Formulare, wo man nur ankreuzen muss, ja oder nein, das will ich nicht. Also es gibt natürlich viele solcher Multiple-Choice-Patientenverfügungen. Meine persönliche Einstellung dazu ist, dass Ärzte die nicht unbedingt ernst nehmen werden, weil man ganz viele Störfälle hat. Es ist zum Beispiel so, dass diese Multiple-Choice-Verfahren aus mehreren Blättern bestehen. Wie wollen Sie wissen, ob diese Blätter zusammengehören? Wie wollen Sie wissen, ob das eine und dieselbe Person war, die die Kreuze gemacht hat? Und ich muss Ihnen sagen, ich habe in der Praxis eben auch schon blanko unterschriebene Multiple-Choice-Verfahren gesehen, nach dem Motto, wir werden da die richtigen Kreuze an die richtige Stelle für unsere Mutter machen. Ich halte es für hochriskant, das ist das eine. Und ich glaube auch, dass es nicht so die wirkliche Akzeptanz in der Praxis hat. Also man sollte sich auf jeden Fall doch besser beraten lassen. Dann lassen Sie uns doch so eine Beratung mal durchspielen. Nehmen wir an, ich komme zu Ihnen und möchte jetzt eine Patientenverfügung machen lassen. Dann würde ich Sie als allererstes fragen, warum wollen Sie die machen lassen? Was ist Ihre Motivation? Wenn Sie zum Beispiel schwer krank wären, ist Ihre Motivation ja in der Regel eine andere, als wenn Sie einfach nur bloß vorsorgen wollen. Dann nehmen wir an, ich bin gesund und ich möchte bloß vorsorgen. Ja, das ist der übliche Fall. Die meisten Leute kommen in einer solchen Situation. Und dann würde ich Ihnen zunächst mal erläutern, wie man das macht. Man baut eine Patientenverfügung häufig auf nach konkreten Situationen, in denen diese Patientenverfügung gelten soll. Und man unterscheidet dann im nächsten Schritt nach spezifischen ärztlichen Maßnahmen für diese Situation, die man will oder nicht will. Können Sie da ein Beispiel geben? Ja, wir können ganz klein anfangen. Also wenn Sie die klassischen Patientenverfügungen nehmen, so wie sie in den Ratgebern auch häufig angesprochen werden, dann unterscheidet man meistens die unmittelbare Sterbephase als erste Situation. Dann unterscheidet man eine weitere Situation. Ich nenne diese Situation immer, es geht immer nur noch bergab, nie mehr bergauf. Also Sie sind an einer lebensbedrohlichen Erkrankung erkrankt und Sie werden sterben. Das ist nicht mehr heilbar. Sie wissen aber nicht genau, wann das passieren wird. Das ist die Situation Nummer zwei. Dann gibt es häufig die Situation des unumkehrbaren Hirnschadens, der geregelt ist. Und dann gibt es die weitere Situation, wo Sie an
einer Demenz beispielsweise leiden und dabei der Schluckreflex verloren gegangen ist, sie also mit nachhaltiger Hilfe, wenn ich ihnen den Löffel an den Mund halte, weder schlucken noch trinken können, also weder essen noch trinken können. Das sind so diese grundsätzlichen Situationen. Und weil wir Juristen ja nicht alles erfassen können, was man uns ja häufig eben auch vorwirft bei diesen Patientenverfügungen, geht es darum, am Ende vielleicht eine Klausel zu finden, die eine Auffangsituation darstellt. Also es ist genauso schlimm wie diese Situation vorneweg, diese vier Situationen, aber Sie wissen nicht, wie diese Situation heißt. Also machen Sie unten in so eine Patientenverfügung in der Regel nochmal eine Art Auffangklausel. Sie sprachen ja vorhin von einem unumkehrbaren Hirnschaden. Wie will man das denn feststellen, wenn man jetzt an den Handballer Deckarm denkt? Ja, der ist in der Tat aus dem Koma wieder erwacht. Das ist ein Beispiel, was ich relativ häufig benutze. Es ist natürlich schwierig festzustellen, was ist denn unumkehrbar. Nichts ist unmöglich. Und das ist die Problematik der Patientenverfügung überhaupt. Deswegen schreiben ja ganz viele Leute in ihrer Patientenverfügung, dass das mindestens zwei unabhängige Ärzte feststellen sollen. Das ist natürlich schwierig, zwei Leute zu finden, die das machen. Ich finde, Sie sprechen das Kernproblem an einer Patientenverfügung. Das Kernproblem ist, wer trägt das Irrtumsrisiko? Wir sind nicht sicher, was Patientenverfügung angeht. Und wenn ich entscheide und sage, ich will das so oder ich will das nicht so, dann muss ich mir klar darüber sein, das Irrtumsrisiko, wenn es anders ist als das, was ich niedergeschrieben habe, das trage ich. Und wenn ich das nicht will, dann darf ich nicht sagen, ich will das nicht. Viele Menschen haben ja die Sorge, dass man ihnen wegen der Patientenverfügung die Entscheidung aus der Hand nehmen würde, obwohl man sie eigentlich noch fragen könnte. Ja, und das ist ganz wichtig. Solange, wie man mich persönlich fragen kann, solange entscheide ich auch vollkommen autonom, vollkommen alleine. Die Patientenverfügung gilt immer nur für den Fall, dass ich selbst nicht mehr gefragt werden kann, dass ich selbst nicht mehr entscheiden kann. Und wir haben ja schon besprochen, dass man am Anfang einer Patientenführung ganz genau bestimmen soll, wann die Patientenverfügung greift oder wann die Patientenverfügung zum Tragen kommt. Ja, das ist ganz richtig. Es geht um den Regelungsbereich, den man festlegt. Es gibt aber, seitdem wir das Patientenverfügungsgesetz haben, auch die Möglichkeit, medizinische Maßnahmen zu fordern oder zu verbieten, unabhängig von einem besonderen Zustand. Sie können also auch sagen, wenn ich an einem Herzinfarkt hier niederbreche, will ich nicht reanimiert werden. Sie kennen das, die Zeugen Jehovas sagen, ich lehne Bluttransfusionen ab. Sie können das auch beispielsweise sagen für irgendwelche Organe, die Sie nicht haben wollen, generell nicht haben wollen. Und ganz typisch natürlich das Thema Anwendung von Medikamenten, Anwendung von Psychopharmaka. Was meinen Sie damit konkret? Also bei der Anwendung von Psychopharmaka stecken wir in der Wahrnehmung der Probleme eigentlich in den Kinderschuhen. Wenn man mal genau hinschaut, dann nehmen alte Menschen jede Menge Medikamente zu sich. Man nennt das Polymedikation und man weiß nicht so ganz viel über die Wechselwirkung. Und leider gehören zu diesen Medikamenten auch die Psychopharmaka. Viele, viele Menschen in Heimen, und es ist mehr als die Hälfte, werden mit Psychopharmaka versorgt. Und wenn man ganz genau hinschaut, ist es sogar so, dass Neuroleptika eingesetzt werden. Und diese Neuroleptika sind eigentlich gemacht für psychotische Menschen, also gar nicht für die Anwendung von Alten. Nur ganz wenige Medikamente haben solche Anwendungsbereiche. Und wenn man die Menschen fragen würde, willst du denn tatsächlich mit einem solchen Neuroleptikum oder einem solchen Medikament, was auf deine Psyche einwirkt, behandelt werden, dann würde man damit wahrscheinlich eine Menge Leute erreichen, die sagen würden, nein, in ihrer Patientenverfügung, ich will so nicht behandelt werden. Da gibt es wenig Bewusstsein bisher. Das Ganze läuft unter dem Stichwort Off-Label-Use, also diese Medikamente werden eingesetzt. Man diskutiert da in Fachkreisen, aber noch nicht zwischen Laien. Kann ich in einer Patientenverfügung auch sagen, ich will so lange am Leben gehalten werden wie möglich?
Ja, natürlich können Sie das sagen. Das ist ja auch Inhalt einer Patientenverfügung. Die Grenze ist allerdings dort, wo der Arzt sagt, das ist jetzt medizinisch nicht mehr indiziert, oder Ihre Krankenkasse sagt, das ist nicht von dem Leistungsspektrum der Krankenkasse mehr abgedeckt. Und etwas Typisches, wo Sie sagen, ich will oder ich will nicht, ist ja beispielsweise die Schmerzbehandlung. Schmerzen ist natürlich was Schreckliches. Können Sie das weiter ausführen, was Sie damit meinen? Also wenn Sie eine Patientenverfügung nehmen, dann gibt es eine klassische Passage in jeder Patientenverfügung, wo gefragt wird, wie hältst du es denn eigentlich mit dem Aushalten von Schmerzen und wie willst du behandelt werden? Und da gibt es zwei Optionen. Die eine Option heißt, ich will optimale Schmerzbehandlung. Und das bedeutet, mit dem Risiko ins Koma zu fallen, mit dem Risiko eventuell früher zu versterben. Und dann gibt es wieder andere Optionen, die sagen, ich will das aushalten, ich will dieses Risiko nicht eingehen, ich will eine niedrige Dosierung in der Schmerzbehandlung. Welche medizinischen Behandlungsmethoden werden denn üblicherweise in einer Patientenverfügung angesprochen? Also das ist so eine ganze Batterie. Dazu gehört natürlich die Wiederbelebung, dazu gehört die künstliche Ernährung, dazu gehört die künstliche Flüssigkeitszufuhr, dazu gehört die Beatmung, dazu gehört der Anschluss an die Dialyse, dazu gehört in der Regel, ich sage dazu immer, wollen Sie Ersatzteile, also zum Beispiel sowas wie ein Herzschrittmacher. Dazu gehört auch, ob Sie wünschen, mit fremden Organen oder Gewebe versorgt zu werden. Und in den meisten Patientenverfügungen finden Sie auch etwas über das Thema Antibiotikagabe oder Kreislaufmittel. Und ich empfehle, ich habe das vorhin schon angesprochen, weil es mir besonders wichtig ist, hier an dieser Stelle sich nochmal Gedanken über Psychopharmaka zu machen. Also man sagt, in der von mir gewählten Situation will ich zum Beispiel keine künstliche Ernährung. Ganz genau so. Und was ist daran so schwierig? Das ist ein menschliches Problem. Die meisten Menschen scheuen die intensive Auseinandersetzung mit solchen Fragen und auch die verbindliche Erklärung. Was empfehlen Sie? Also ich empfehle immer, wenn Sie unsicher sind, gehen Sie auf jeden Fall zu Ihrem behandelnden Arzt und besprechen Sie mit ihm, was ist denn das, was da ganz konkret passiert. Ich mache ein Beispiel. Viele Menschen haben Angst vorm Verdursten. Ich kann als Juristin ja immer nur sagen, was habe ich mir angelesen aus all dieser Literatur, was Mediziner sagen zum Thema, hat man Durst, leidet man nicht. Aber der Profi in dieser Situation ist der Arzt. Und deswegen empfehle ich auch, dass der Arzt gegebenenfalls nicht die Patientenverfügung richtig oder falsch absegnet, sondern einfach mit unterzeichnet, dass er sie aufgeklärt hat. Und ich finde es ganz wichtig, den Arzt zu fragen, denn manchmal gibt es ja auch in einer Patientenverfügung widersprüchliche Anweisungen. Muss eine Patientenverfügung denn notariell beurkundet werden? Nein, das muss sie überhaupt nicht. Das empfehle ich auch gar nicht, sondern wichtig ist, dass sie schriftlich ist und dass sie sie unterzeichnet. Und anders als beim Testament dürfen Sie diesmal auch den Computer benutzen. Frau Dr. Döring-Strening, können Sie unseren Zuschauern erläutern, erklären, wie man eine Patientenverfügung umsetzt? Ja, das Gesetz sieht da eine Regelung für vor und sagt, man muss mit dem Arzt reden. Also das ist quasi ein arbeitsteiliger Prozess. Zunächst schaut der Arzt sich den Patienten an und der Arzt bietet eine medizinisch indizierte Maßnahme an. Wir haben das am Anfang besprochen, was ist ein Arzt-Patienten-Verhältnis. Jetzt kommt der Arzt und sagt, ich biete das und das an, das könnten wir tun. Jetzt muss der die Patientenverfügung umsetzt, also der Betreuer oder der Vorsorgebevollmächtigte, mit dem Arzt in ein persönliches Gespräch gehen, an den Tisch gehen und sagen, ich habe hier eine Patientenverfügung, ich habe die geprüft, die ist anwendbar und entspricht auch heute noch der Lebens- und Behandlungssituation meines konkreten Patienten. Und jetzt muss entschieden werden, nimmt der Bevollmächtigte, nimmt der Betreuer das Angebot des Arztes an, so zu handeln und behandeln? Oder kommt es jetzt zu der Situation, dass der Betreuer sagt, das wollte er nicht, das steht in der Patientenverfügung ausdrücklich drin? Genau, das war jetzt meine Frage. Was ist, wenn Arzt und Betreuer oder Bevollmächtigter nicht einer Meinung sind?
Also die Entscheidung an sich trifft der Betreuer oder der Vorsorgebevollmächtigte. Und es ist so, dass es ja lebensgefährliche Entscheidungen auch geben kann, Entscheidungen, bei denen es zum Tod führt, wenn man eine Maßnahme ablehnt. Die kann nur dann, braucht es dazu keiner Genehmigung vom Betreuungsgericht, wenn Arzt und Betreuer oder Arzt und Bevollmächtigter einer Auffassung sind. Wenn die aber keine gemeinsame Lösung finden können, dann muss der Betreuer oder der Vorsorgebevollmächtigte, die müssen zum Betreuungsgericht und müssen sich genehmigen lassen, dass der Betreuer bzw. der Vorsorgebevollmächtigte diese ganz konkrete Entscheidung, die er vorhat, dass er die auch treffen darf. Wie ist das eigentlich? Bin ich an meine Patientenverfügung gebunden? Nein, da sind Sie nie dran gebunden. Sie können die jederzeit widerrufen. Ich sage da lästerlich immer zu, wenn Sie keine Lust mehr auf diese Patientenverfügung haben, dann reißen Sie sie einfach durch oder schmeißen sie in die Mülltonne. Und dann machen Sie entweder eine neue oder Sie lassen es. Muss ich die Patientenverfügung denn jährlich erneuern und neu unterschreiben? Ja, das ist auch so ein völlig unausrottbarer Gedanke. Der Gesetzgeber verlangt das nicht. Der Gesetzgeber sagt, du machst eine Patientenverfügung, die unterschreibst du und dann ist sie wirksam so lange, bis du sie widerrufen hast. Man muss aber natürlich sagen, eine Patientenverfügung, die jünger ist, hat eine gewisse deutlichere Akzeptanz als eine Patientenverfügung, die Sie heute machen. Und in 25 Jahren wird mit dieser Patientenverfügung entschieden, etwas zu tun oder nicht zu tun. Also es ist wie beim Testament. Man braucht den TÜV. Ab und an muss man drüber gucken, ob man sie erneuert oder nicht. Frau Dr. Döring-Strehning, wir haben ja jetzt sehr viel über die Patientenverfügung geredet. Dabei war ja auch ganz oft die Rede von Betreuer oder Bevollmächtigter. Ich denke, das ist auch ein sehr wichtiges Thema. Vielleicht können wir das ja zu einem Thema einer unserer nächsten Beiträge machen. Ja, gerne. Dann verabschiede ich mich für heute und ja, sage bis zum nächsten Mal.